Hallo und herzlich willkommen zurück bei Patrick Sport vom TC Hameln. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nachdem wir jongliert haben, wir waren schwimmen und Go-Kart gefahren sind im Wohnzimmer, möchte ich gerne mit euch heute ein bisschen Fußball spielen, liebe Kinder. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einmal 4 verschiedene Farben. Ich habe hier solche Teppichfliesen, so ähnlich, Gummimatten. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes in irgendwelchen Farben nehmen. Ein Kissen, ein Stofftier, eine Spardose, vielleicht eine gelbe Banane, egal was. Hauptsache 4 verschiedene Farben. Ich habe einmal die Farbe Blau, einmal die Farbe Gelb, die Farbe Grün und die Farbe Rot. Ja, dann habe ich noch 5 Fußbälle. Eigentlich reicht euch nachher einer. Denn die Fußbälle brauchen wir nachher nur, um ein bisschen rüber zu hüpfen. Also ihr könnt auch dort eine Kiste nehmen, ein Kissen oder ein Stofftier, ein Buch, das ist egal. Hauptsache ihr habt einen Ball und wenn ihr Glück habt, habt ihr vielleicht auch 5 Bälle zu Hause. Und ich habe mir hier ein Kissen, ein großes Kissen zur Seite gelegt. Das ist nachher mein Fußballtor. Auch dort könnt ihr gerne was anderes benutzen. Zum Beispiel einen großen Karton oder einen Stuhl, irgendwas, wo man dann nachher gegenschießen kann und das dann nicht so dolle knallt. Bevor wir aber loslegen, liebe Kinder, machen wir natürlich wieder einen Tanz vorweg, ein Lied. Und zwar singen wir heute wieder das Flummi-Lied. Und wir legen los mit unseren Beinen. Meine Beine sind aus Gummi, sie wackeln hin und her, als ob darin kein einziger Knochen wär. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen wie ein Flummi, kommt und macht alle mit. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen wie ein Flummi, kommt und macht alle mit. Meine Arme sind aus Gummi, sie wackeln hin und her, als ob darin kein einziger Knochen. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen wie ein Flummi, kommt und macht alle mit. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen wie ein Flummi, kommt und macht alle mit. Meine Hüfte ist aus Gummi, sie wackelt hin und her, als ob darin kein einziger Knochen wär. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen wie ein Flummi, kommt und macht alle mit. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen wie ein Flummi, kommt und macht alle mit. Perfekt. So, liebe Kinder, jetzt sind wir ein bisschen ausgeschüttelt. Wir sind ein bisschen wach, unsere Muskeln sind wach, unsere Knochen sind wach. Und jetzt können wir mit Fußball loslegen. Aber vorher trinke ich wieder aus meinem Zauberwasser. Vielleicht verwandelt es mich ja wieder. Wir drücken mal die Daumen, vielleicht klappt es ja. Ah, sehr, sehr lecker das Zauberwasser. Und ich glaube, es funktioniert, liebe Kinder. Oh, liebe Kinder, ich glaube, es hat funktioniert. Und endlich darf ich mich so fühlen wie ein richtiger Fußballstar. Ich habe hier die Stutzen, die Hose und ein Trikot von meinem Lieblingsverein an. Das Zauberwasser hat mich also in einen Fußballspieler verwandelt. Ich hoffe, ich kann jetzt richtig gut Fußball spielen. Ja, es wurde hier auch schon aufgebaut. Einfach 4 Bälle nebeneinander legen oder, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, 4 Kissen, 4 Kisten, Kissen, egal was. Das brauchen wir jetzt nur, um rüber zu laufen. Wir fangen erstmal an mit ein paar schnellen Schritten um die Bälle herum. Wir laufen ganz schnell auf der Stelle und dann laufen wir nach vorne um den Ball herum und zwischen den Ball. Nach vorne und wieder zwischen den Ball. Nach vorne, dann geht es ganz schnell nach hinten und nach vorne. Und wir versuchen dabei nicht die Bälle zu berühren. Und ganz schnell werden. Ganz schnell kleine Trippelschritte. Zack, 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 zack. Sehr gut. Das könnt ihr zu Hause jetzt ganz, ganz oft versuchen nachzumachen. Dadurch werdet ihr ein bisschen schneller und damit trainiert ihr auch eure Beinmuskeln. Ihr merkt schon, ich bin ganz aus der Puste, obwohl ich gar nicht so viel gemacht habe, ne? Genau, das ist die erste Übung, die ihr machen könnt.
Die zweite Übung nenne ich Messi. Da geht es jetzt darum, dass wir zwischen den Bällen hüpfen. Wir nehmen mal einen Fuß nach den anderen und steigen über die Bälle. Und dabei können wir sagen Messi, Messi. Und dann geht es wieder zurück. Messi, 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 Messi. Wie der argentinische Fußballstar. Und jetzt hüpfen wir aber. Messi, 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 Messi. Und zurück. Messi, 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 Messi. Nochmal. Messi, 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 Messi. Und nochmal ganz schnell zurück. Messi, 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 Messi. Perfekt. Übung 2 habt ihr jetzt auch kennengelernt. Zu Hause so oft nachmachen, wie ihr möchtet. Umso häufiger ihr das übt, umso schneller werdet ihr dann auf dem Fußballplatz. Ja, Übung 3. Da nehmt ihr jetzt euren Ball. Eure Gegenstände macht ihr ein bisschen weiter auseinander. Und dann machen wir einen kleinen Slalom-Dribbeln mit dem Ball. Einfach ein bisschen um die Bälle herumkurven und versuchen nicht so wie ich die Bälle hier zu berühren, sondern wir dribbeln einfach ein bisschen um die Bälle herum. Zack. Jawohl. Das könnt ihr zu Hause auch so oft machen, wie ihr möchtet. Dafür braucht man auch gar nicht so viel Platz, wie ihr seht. Und dann könnt ihr auch dribbeln wie Cristiano Ronaldo, Messi, Thomas Müller oder wer auch immer euer Lieblingsspieler beim Fußball ist. Ja, 3 Übungen für zu Hause, die super einfach nachzumachen sind, liebe Kinder. Denkt aber auch dran, dass ihr niemals mit dem Ball schießt in der Wohnung, weil dann kriegen wir Ärger von unseren Eltern, oder? Wenn irgendwas kaputt geht, das wollen wir ja nicht. Ja, kommen wir jetzt noch zu einer Passübung. Dafür brauchen wir jetzt unsere bunten Farben. Die Bälle kommen mal zur Seite. Und dafür haben wir jetzt wieder unsere 4 Farben. Blau lege ich hier hin, grün, gelb und rot. Dann nehmt ihr euch einen Ball. Und natürlich unser Kissen, unser Tor jetzt. Denkt dran, wir schießen nicht, wir passen immer nur. Das ist jetzt eine kleine Pass- und Dribbelübung. Ihr sucht euch vorher eine Farbe aus und dann dribbeln wir dahin. Ich laufe als erstes zu Rot. Wir laufen zu Rot, den Ball drauflegen mit dem Fuß, einmal draufsetzen, wieder hoch und dann versuchen, in das Tor zu passen. Perfekt. Dann geht es wieder zurück, Ball holen. Jetzt nehmen wir Gelb. Wir dribbeln zu Gelb. Ball draufhalten, hinsetzen, aufstehen und schießen. Perfekt, hat geklappt. Dann geht es jetzt weiter zu Blau. Zu Blau dribbeln, schnell drauf, hinsetzen und versuchen mit dem anderen Fuß. Auch geklappt. Letzte Farbe ist Grün. Wir dribbeln zu Grün, drauf, hinsetzen. Ach, der Ball ist weg, das zählt nicht. Draufsetzen und nochmal mit dem schwachen Fuß. Perfekt. Ja, liebe Kinder. Ganz, ganz viele Übungen, die ihr zu Hause nachmachen könnt, mit einem Fußball, mit ein paar Sachen. Dann könnt ihr auch schon in der Wohnung ein bisschen Fußball spielen. Aber auch hier ist es wieder wichtig, fragt vorher eure Eltern, liebe Kinder. Ich bin schon ganz aus der Puste, kann gar nicht mehr so viel reden. Also, wichtig ist, beim Fußballspielen in der Wohnung, fragt vorher eure Eltern, ob sie etwas dagegen haben. Zweitens, niemals schießen. Wenn wir schießen in der Wohnung, geht mit Sicherheit etwas kaputt. Deswegen versuchen wir immer mit der Seite zu passen. Und sonst räumt ordentlich viel auf, habt viel Platz, dann kann auch nichts kaputt gehen. Ja, ein paar Übungen für euch zu Hause. Könnt ihr nachmachen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns einfach. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Fußballspielen in der Wohnung. Schöne Grüße nach Hause. Auf Wiedersehen, liebe Kinder. Ciao, ciao.